Yo! Rette dich, mein Bruder, ich rette dich, ich rette dich. Also du hast für irgendjemanden Laufburschen gespielt, 350.000 Dollar. Vorhin wolltest du noch, dass ich dir irgendwas gebe, jetzt gibst du mir etwas. Ich hol mir das. Ja, ich weiß. Grüß dich, alles. Wieso bist du so fett geworden? Munition kosten wieder 2.000, damit du Bescheid weißt. Schönen Tag. Was ist denn jetzt passiert? Und jetzt musst du... Nein, hinter dir, Bro. Ja, du verstehst aber einfach nicht, dass es ein schlechter Zeitpunkt war. Ich bin gespannt, wie ihr das macht, ey. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Hast du Angst, dass ich meine Fesseln verliere? Ja, du hast ja auch Kräfte. Du bist wie Darth Vader. Nur muss ich dir eine Sache sagen. Ich werde mit dir noch kurz reden. Ja, so. Also. Wieso gehst du weg? Ich weiß nicht. Yo! Rette dich, mein Bruder. Ich rette dich. Ah. Ich rette dich. Komm, fahr. Aus welcher Hölle wusstest du aber, dass ich hier bin? Hä? Woher wusstest du aber, dass ich hier bin? Bruder, weil... Guck mal, das Ding ist, ich kann sowas riechen, mein Bruder. Ah. Ich check. Leute, du bist mein Bruder. Ich check. Seit Tag 1. Checkst du? Aber die wollten uns gerade gehen lassen. Die wollten euch gerade gehen lassen. Wollten uns gerade gehen lassen. War das alles umsonst? Dabei sein ist alles. War Palito. Chickenfabrik. Nee, da wohne ich aber nicht. Wie, da wohnst du nicht? 5012. Mal zwei. Hä? Ich dachte, die wohnt in Palito. Okay, du hast was anderes vor. Ich check. Nein, hab ich nicht. Bleib mal kurz stehen, Jungs. Kurz stehen bleiben. Ich will weiterfahren. Go. Hast du gehofft, dass ich eine Pistole hab? Nein, ich dachte, du hast GPS dabei. Sonst hätte uns Kanun finden können. Ja, genau, Kanun hätte uns finden können. Vor allem, weil Jürgen mich übergibt und Kanun uns hätte finden können. Glaub mir, ich bin nicht dein Feind, Leute. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Ich will eine Zusammenarbeit mit dir. Mit mir alleine? Richtig, mit dir alleine. Das ergibt keinen Sinn. So, Leute, siehst du alles? Mhm. Ich bin nicht dein Feind, vergiss das nicht, ich bin dein Freund. Wieso bin ich dann gefesselt und Chickenfabrik? Leute, du hast ja anscheinend Feinde gemacht in der Stadt. Ich weiß nicht warum. Warum hast du eigentlich keine Maske auf? Ich darf keine mehr anziehen. Warum? Hat Kali verboten. Kali hat dir das verboten? Korrekt. Okay, und willst du nie wieder einen anziehen? Erstmal nicht, nein. Gut, jedenfalls jemand anderes will deinen Kopf. Jetzt musst du mir sagen, in ein paar Minuten kommt diese Person, okay? Mhm. Warum will diese Person deinen Kopf? Ich weiß ja nicht, wer es ist. Wer könnte denn alles dein Feind sein hier in dieser Stadt? Jeder. Jeder? Jeder ist dein Feind hier? Ja, ich habe keine Freunde. Doch, wir sind Freunde. Deswegen hast du mich gefesselt hier? Es ergibt keinen Sinn. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Schon doch irgendwie ein bisschen kacke. Ja, sehe ich auch so. Jedenfalls wollte jemand deinen Kopf. Nein. Und hat mich gerufen, dass ich das für ihn bitte klären soll. Und tada, hier bist du. Also du hast für irgendjemanden Laufburschen gespielt, weil er es selber nicht drauf hat? Oder hat er dich bezahlt? Ja. Also ein Penner hat dich bezahlt, damit du mich festnimmst, weil er selber zu blöd dafür ist. Nein, ich sage es mal eher so, er hatte noch einen Gefallen offen bei mir. Und wie heißt das? Das ist nichts Persönliches, Leute. Ich mag dich. Ich möchte nicht, dass du denkst, ich habe ein Problem mit dir. Ich habe kein Problem mit Menes, ich habe kein Problem mit euch. Es ist nur rein geschäftlich. Ja, natürlich. Kahn und mag uns auch, deswegen haben sie uns für eine Schuldmünze angegriffen. Aber hey, wir sind Freunde. Wir sind wirklich Freunde, Leute. Ich möchte keinen Krieg. Das Ding ist gleich durch. Ich habe die Übergabe gemacht und dann ist alles gut. Erfahre ich auch, wer es ist? Ja, du erfährst es. Rein theoretisch, glaubst du, er hätte es auch geschafft? Wenn er sich ein bisschen anstrengt, dann bestimmt. Also eher nicht. Bestimmt. Wenn er sich angestrengt hätte, hätte er es geschafft. Jeder schafft es. Es war jetzt kein Meisterwerk, dich da rauszubekommen. Man muss nur die richtigen Leute kennen, wie man es anstellt. Ich glaube, es hat keiner aus deiner Familie gerade mitbekommen, dass du weg bist. Tatsächlich nicht, nein. Siehst du, die sind gerade alle vertieft in einem Gespräch. Oder sind mittlerweile schon am Nachhausegehen. Ja, die Möglichkeit besteht. Und wie gesagt, wir machen ein ganz kurzes Gespräch mit der Person, mit der du wahrscheinlich ein Problem hast. Und dann bin ich weg. Guten. Ja, das war so schlecht. Also wirklich, das Erste ist so schlecht. Was denn? Die größte aus dieser Stadt. Hat dich an den Eiern. Wow. Du hast alles, aber nicht an mich an den Eiern. Oh doch. 350.000 Dollar? Ich werde dich und deine Chucha dumm und dämlich. $150.000, da muss ich einfach zur Bank gehen und dann dort natürlich das umwandeln in Dollar. Aber kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Wenn du mir 700.000 gibst. Du wirst weinen. Echt? Wie deine geweint. Frau jede Nacht weint. Die weint nicht, nein, nein. Weil sie neben dir liegen muss. Mein Lieber. Was war denn das vorhin, sag mal? Jetzt müsste der Gefessel sein Aggressionsproblem. Achso. Okay. Dumm und dein dämlich werde ich dich. Du jetzt nicht freien Lauf lassen, deswegen erzähl doch mal. Oh, ich werde dich in Stücke zerreißen. Nimm mir doch mal die Fesseln ab. Wie? Schreibt deine Chucha dir die ganze Zeit, weil sie selber nicht sprechen will? Wie? Doch, die kann reden. Ja, aber sie muss dir ja die ganze Zeit schreiben. Wie? So, mein Lieber. Du verkehrst mit deiner Schwester? Also, 2024, mach was du willst. Sag mal ganz kurz, in welcher Dimension du gestern, also nicht gestern, doch ist schon gestern. Welche Dimension war es denn gestern, dass du meinst, die Waffen kosten 10.000? Es ist mir egal, was die Waffen kosten. Dich werde ich dumm und dämlich. Ja, du wiederholst dich wie so eine Schallplatte, keine Ahnung. Das macht nichts. Ist auf den Kopf gefallen. Weißt du, was ich lustig finde? Was denn? Dass du ein Fanboy bist. Ich bin ein Fanboy? Du benutzt Wörter, die andere schon längst vor Monaten benutzt haben. Ach so, diese Schallplatte, diesen Spruch, den gab es bestimmt schon auch vor 100.000 Jahren, mein Bester. Fanboy. Der einzige Fanboy, der vor mir steht, das bist du. Weil ich glaube, jeden Spruch, den du aus deinem Arschloch gerade ziehst, den gab es auch schon vor Jahren hier. Ich bin ja auch ein Trendsetter. Nee, nach mir ich passiert weniger. Das oft, dass so Leute wie du... Was hast du denn für einen Trend gesetzt? ...sehr schnell es ebenfalls Erzähl verwenden. Mal. Was hast du für einen Trend gesetzt? Sag mal kurz. Muss keine Fragen stellen. Komm zum Punkt. Nee, du behauptest du bist ja leider irgendwas. Nicht wichtig genug, dass ich weißt mit dir Weißt du, du redest viel, aber da kommt halt nicht viel rum, was aus deinem Mund kommt, außer Scheiße. Nein, deswegen 350.000. Ist, glaube ich, auch so schwarz. 350.000. Ja, ich will auf jeden Fall meine Ehringe und meine Waffe wieder. Gott, und wie machen wir das jetzt? Was? Wie machen wir das jetzt? Ja, ich will mir die wiederholen. Was sagst du dazu? Ja, dann solltest du jetzt mal einen Anruf tätigen. Einen Anruf tätigen? Wie willst du es denn sonst bekommen? Denkst du, es ist in meiner Tasche? Ja, mein Bester, also keine Ahnung. Um was geht's hier? Ich möchte dir auf jeden Fall erstmal einen Duden in die Hand drücken, damit du auf jeden Fall weißt, wie man sich kräftig argumentieren kann in einem Gespräch, ja? Das war's? Ja, weil, keine Ahnung, wieso du hergelaufen hast, ich hab dich jetzt schon mundtot gemacht. Nee, ich rede doch gerade. Du wechselst ja so schnell das Thema. Wie schlecht bist du denn? Warum denn schlecht? Du stellst mir eine Forderung, aber ich kacke auf deine Forderung. Ja, viel zu einfach. Verdammt. Gut, ja. Also, du kriegst auch wieder von mir noch. Mhm. Und die App Bubble, ne? Vorhin wolltest du noch, dass ich dir irgendwas gebe. Jetzt gibst du mir etwas. Ich hol mir das. Ich hol mir das. Ja, ich weiß. Dein Intellektuell bist du noch nicht so weit. Ich helfe dir nur gerne. Weil dummen Menschen soll geholfen werden, wird mir immer gesagt. Und da komme ich gerne hin. 150.000 Dollars wird in unsere Tasche fließen. Das Einzige, was in deine Tasche fließt, ist dein Blut, mein Bester. Ja, aber denkst du nicht, dass du dich noch mehr in Scheiße geritten hast? Nö. Außerdem reite ich mich gerne in Scheiße, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ist deswegen deine Tochter weggegangen? Super. Surprise! Klopf, klopf. Er spricht. Dein Tod. Gut. Danke, ne? Gar kein Problem. Haben wir unseren Deal? Ja. Also, aber der blutet jetzt schon aus, oder? Ja, natürlich. Schmeiß ihn irgendwo rein. Sollen die Vögel ihn fressen. Alles gut. Lass ihn liegen. Ich passe drauf auf. Nee, ich warte auch, bis er ausblutet. Ich will, dass seine Seele aus seinem Körper fließt. Du weißt doch, wie das war. Okay. Sprich, wie viel zahle ich jetzt? Leute? Es war so klar, dass wenn du wach bist, als erstes bei uns auftauchen wirst. Hey, Leute! Ey! Grüß dich, alles gut? Wieso bist du so fett geworden? Ja, mir geht es sehr gut. Und dir? Ja, auch ganz gut. Was treibst du so? Ich fehl. Leute, wir müssen reden. Es ist was passiert. Was denn? Sehr lange Geschichte. Sehr, sehr lange Geschichte. Schieß los. Also, falls du das mit dem Zunehmen meinst. Das passiert manchmal. Man vergisst sich, aber das geht wieder weg. Man muss nur ein bisschen trainieren, ein bisschen die Kohlenhydrate runterschrauben. Nicht so viel, nur ein bisschen. Dann geht das Schritt für Schritt. Ja, aber es geht um was ganz anderes. Es ist was passiert und wie sage ich das am besten? Es ist einfach scheiße passiert. Was denn? Ja, komm mit, lass reden. Wir stehen mitten auf der Straße, gleich werden wir überfahren. Hast recht. Wir hatten noch nie irgendwie eine Diskrepanz miteinander. Ja, das stimmt. Darum würde ich auch sagen, wir sind Freunde und wir sollten uns das niemals kaputt machen zusammen. Wir sollten zumindest uns Mühe geben, korrekt. Wir sollten uns Mühe geben. Aber komm zum Punkt. Was ist los?
Ich hab gestern... Brauchst du Hilfe? Nein, ich brauch keine Hilfe. Ich hab gestern einen... jemanden entführt, okay? Mhm. Sag mir nicht, du hast Kali-Kartell entführt und die wollen jetzt Krieg. Nein. Ich hab nicht Kali-Kartell entführt. Okay. Es ist jedenfalls eine andere Person. Ich hab die entführt und... Es war nicht mal Kopf einer Familie, aber es war irgendwie zu einfach, weißt du? Mhm. Und ich habe mir gedacht, was hat das alles noch für einen Sinn in dieser Stadt? Ja, ich check. Wer war's denn? Ja, Schmitty. Ja. Wer das war? Das warst du. Was soll die Kacke jetzt? Leute, wir müssen reden. Ich habe Scheiße gebaut und ich muss das ausbaden. Ja, und wieso fesselst du mich jetzt? Weißt du, stehst du auf Fesselspiele? Nein, ich stehe nicht auf Fesselspiele, Leute. Und wann zum Teufel sollst du mich... Ich will es dir doch nur sagen, Leute, hör mir zu. Ja, aber wann sollst du mich denn bitte entführt haben? Ich hab dich gestern Abend entführt. Das kann nicht sein, da war ich mit Kanu beschäftigt. Doch, ich hab dich gestern Abend entführt. Nein, kann nicht sein, da war ich mit Kanu beschäftigt. Ich hab dich gestern Abend entführt. Als ob ich dumm bin, dann würde ich mich doch daran erinnern. Du bist ausgeblutet. Ja, gegen Kanu. Also, guck mal. Leute, ich versuche es dir noch einmal zu erklären. Ich habe gestern gebaut, ich habe dich entführt. Mhm. Und dann bist du ausgeblutet. Du hast alles vergessen, was passiert ist. Und wieso bin ich ausgeblutet? Weil du umgeschossen worden bist. Also hast du mich umgeschossen. Was sagst du? Also hast du mich umgeschossen. Nein, würde ich auch nicht sagen. Es ist jedenfalls was passiert. Wir haben uns gestritten. Kannst du mich entfesseln? Nein, ich kann dich nicht entfesseln, weil dann könntest du durchdrehen und Scheiße bauen und durchfunken. Eine Kacke. Ich versuche das jetzt im Guten mit dir zu klären. Also, lassen wir das Revue passieren. Du knallst mich gestern um, lässt mich ausbluten, nimmst mich heute fest, um mir zu erzählen, dass du mich gestern umgeknallt hast und ausbluten hast lassen. Das Ding ist, guck mal, ich habe gestern einen Fehler getan und du merkst, dass du einen Fehler getan hast, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast. Und ich habe eine Nacht drüber geschlafen und es ist der neue Tag und... Aber du fesselst mich schon wieder! Ja, weil du dich beruhigen sollst. Ich bin doch tiefenentspannt. Nein, bist du nicht. Das ergibt alles keinen Sinn. Spielst du ein Spiel? Nein, ich spiele kein Spiel. Wieso hast du das gestern denn überhaupt getan? Nehmen wir mal an, du hast recht. Wieso hast du das getan? Ich wurde gut bezahlt. Ah, wir sind Freunde, damit wir uns gegenseitig verkaufen für Dollars. Ja. Deswegen bist du so fett geworden, weil du nur noch essen willst. Und deswegen willst du die ganze Dollars. Hättest du mir gesagt, hätte ich dir auch gutes Essen geben können. Ohne so viel auszugeben für Süßigkeiten. Oh, warte mal. Rauchen hast du auch angefangen? Ja. Fällt nur noch, dass du Alkohol trinkst. Nein, ich trinke nicht. Leute, ich will das wieder ins Gleichgewicht bringen. Und ich bin da, um es zu klären. Indem du mich fesselst. Ja. Hm. Ich bin hier, um Frieden zu schlichten. Das ergibt natürlich Sinn. Ich möchte nicht, dass du einen Fehler begehst. Dann erklärst du. Das ist schwierig dir zu erklären, aber du solltest keine Kriege momentan eingehen. Ich möchte nicht dein Feind sein. Ah, warte mal. Nochmal Revue passieren. Wir sind Freunde. Ich habe dich verkauft für Dollars. Jetzt nehme ich dich nochmal fest, um das zu erzählen. Und jetzt sage ich zu dir, du solltest keinen Krieg mit mir eingehen. Aber deswegen erzähle ich es dir, dass ich dich erschossen habe, damit du keinen Krieg eingehst. Am Ende des Tages sind wir hier, weil ich dich vorwarnen möchte, dass du manche Schritte gut überlegen sollst. Weil ich will nicht dein Feind sein. Ich will dein Freund sein, Leute. Ich will dich beschützen. Ich will dich beschützen vor mir selbst. Oh, ich will nicht solche Freunde, die mich erschießen, festnehmen. Ich hab dich niemals erschossen. Du hast es gerade zugegeben. Du hast mich gestern erschossen und hast mich ausbluten lassen. Nein, ich hab dich gestern niemals erschossen. Sondern dein Mann. Du verstehst das schon. Ich warte mal ganz kurz. Wir sind so gute Freunde, dass du telefonierst, wenn du mich hier fesselst. Ich hab ihm jetzt einen Stand geschickt. Wem? Deinem Chef. Marcel? Richtig. Aber ich bin immer noch verwirrt. Wir sind Freunde, du fesselst mich. Ja, wir sind Freunde. Du hast mich gestern ausbluten lassen. Weil wir Freunde sind, habe ich dir auch diese Info gerade gegeben, dass du gestern entführt worden bist von mir. Und entführst mich jetzt wieder. Genau. Das ergibt alles keinen Sinn. Doch, weil ich dir das sage. Aber das hättest du auch machen können, ohne mich zu fesseln. Nein. Es muss ein bisschen Dramatik aufgebaut werden. Wie? Ich baue ein bisschen Dramatik auf. Dir wird nichts passieren, keine Sorge. Wird dir was passieren, wärst du schon tot. Eine Frage, hast du das gestern vielleicht auch gesagt? Was denn? Ja, wahrscheinlich bin ich gestern mit dir auch einfach mitgefahren.
hast mich abgeholt am Anwesen, bin mitgefahren und dann hast du gesagt, keine Sorge, die passiert nichts und dann bin ich ausgeblutet. Soll ich dir die Weide zählen? Ja. Du warst sogar noch gefesselt vor Kanun, dann habe ich dich mitgenommen und keiner hat's gedacht. Also was? Also doch, mit dem Krieg von Kanun hat es was zu tun. Nein, ich hatte nichts mit dem Krieg mit dem Kanun zu tun. Jemand anderes wollte deinen Arsch. Ja, jemand die von Kanun. Wollte. Nein, Kanun hatte dich schon. Und haben mich übergeben an dich. Nein, ich habe dich geschnappt. Während Kanun da stand. Ja. Ich habe dich durch ein Fenster geschnappt. Du standest einfach rum. Habe ich dich genommen und keinem ist aufgefallen. Dann habe ich dich entführt. Und jemand hat dicke Batzen für deinen Kopf bezahlt. Zu mich wenigstens ein Fesselanzeichen der Freundschaft? Nein. Und ich hatte einfach so ein schlechtes Gewissen. Genau das. Dass du mich nicht entfesseln kannst. Warum auch immer. Für die Dramatik, Leute. Für die Dramatik. Dramatik ist wichtiger als die Freundschaft, hä? Ja? Du spuckst auf die Freundschaft. Die ist Freundschaft. Ich spuck nicht auf die Freundschaft, weil ihr mir gute Preise gibt. Ich könnte auch woanders einkaufen, aber ich tue es nicht, Leute. Ja, auch fesseln und reinbringen. Wen willst du fesseln? Du willst Marcel fesseln? Ich fessel jeden, den ich möchte. Hast du ein Problem damit? Ja, ich habe ein Problem damit, wenn du meinen Zwölfer fesselst. Du möchtest gern Freund. Guck mal, sei mal ehrlich, Leute. Zu wem bist du loyaler? Na so. Sag es mir. Du weißt die Frage. Nein. Was meinst du mit zu wem? Sergio Mendes oder für Marcel Hiris? Ich habe mich für die Familie entschieden. Und die Familie ist Marcel. Die Familie gibt es nicht ohne Marcel. Würdest du hart auf hart Sergio Mendes in den Kopf schießen? Ich würde jeden in den Kopf schießen. Die Antwort sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark, Leute. Weißt du was? Ich bewundere dich. Ich mag dich sogar. Wenn man sich für jemanden entscheidet, dann zieht man bis zum Ende durch. Genau so, Leute. Genau so. Rede, Leute. Natürlich muss ein Zwölfer sich den Respekt seiner Männer erarbeiten. Auch für die Leadership. Kennst du Zorro? Ja, Zorro ist genauso stark wie Ruffy. Und trotzdem akzeptiert er ihn als seinen Zwölfer. Ja, das hört sich sehr gut an. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und genauso sehe ich sie auch. Leute, ich mag dich. Ich würde ja dasselbe behaupten, aber ich wurde ja gefesselt. Zum zweiten Mal, wie es scheint, ha? Ich mag dich wirklich sehr. Was soll ich sagen? Du magst die Menschen, die du fesselst. Also doch so ein Fesselspiele-Freund. Leute, was machst du hier? Ich habe keine Ahnung. Er hat mich abgefangen, gefesselt und hierher gebracht. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass er das gestern auch schon getan hat und mich ausbluten lassen hat. Sergio, warum bist du so fett geworden? Ja, war ja klar. Und den nächsten Burger. Okay, was ist hier los, Sergio? Ich habe Hunger. Warte, ich will erst mal einen Burger zu essen. Sergio sagt, wir sind Freunde und deswegen tut er das, was er gerade tut, was keinen Sinn ergibt. Ich heiße ab heute nicht mehr Sergio. Ich heiße Fett Sergio. Sehr kreativ, Bruder. Okay, machen wir. So, also, Sergen, was soll ich jetzt machen? Das Ding ist, ich musste mit Leuten reden. Und ich wollte nicht, dass es direkt eskaliert. Ein großes Familiendrama. Also, dass irgendwas Größeres wird, als es ist. Es ist gestern was passiert und ich habe ihm was gebeichtet. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und ich habe mich dazu entschieden, ihm das zu erzählen. Und dabei hat er mich gefesselt und was viel schlimmer ist. Gestern du hast mein Zwölfer gefesselt. Wieso? Wenn du Freunde sind, warum fesselst du meinen Zwölfer? Deine Fessel, Leute, ich rede mit Marcel. Also was willst du jetzt wissen, Sergen? Ich will nichts wissen. Ich will dir nur was sagen. Ja, sag's mir. Weil ich konnte nicht gut schlafen. Ich habe scheiße geschlafen. Ich habe wirklich dreckig geschlafen. Ich habe mich die ganze Zeit nach links, nach rechts gedreht. Und es war so schwierig wegen meinem Bauch. Und dann habe ich einen Burger gesucht und eine Diät-Cola. Aber ich habe es nicht gefunden. Kenn ich. Und dann bin ich in der Früh um 7 Uhr aufgestanden. Ich wollte zum Sport und ich hatte keine Lust. Kenn ich, ja. Aber was ist jetzt der Punkt? Also, das ist ja ganz normal. Bis jetzt hört sich alles ganz normal an. Ja, ich habe gestern Leute entführt. Was hast du? Ich habe gestern Leute entführt und umbringen lassen. Wieso hast du das getan? Das versteht keiner. Ich habe Geld geboten bekommen. Eine dicke Summe. Ist ja nicht so, dass er bei uns die billigsten Munitionspreise bekommt. Wie viel bekommt. Geld war das? Ich will nur wissen, wie viel Geld das war. Wie viel? Ja. 20.000. $20.000? Leute, war aber nicht mehr wert. Ich habe versucht, mehr Geld rauszubekommen. Als erstes haben die gesagt, nur 10.000. Ich konnte ihn hochhandeln. Leute, ist halt einfach nichts wert. Was soll ich machen? Okay, hör zu. 350.000. Schadensersatz. Zahlst du nicht, gibt es... Nein! Nein! Ich mache alles, aber bitte kein Geld. Okay, weil du es bist, 300.000. Okay, aber dürfte ich zu Hause wenigstens erstmal... Guck mal, wir können es auch ohne Geld und so klären. Okay, ohne Geld. Okay, warte. Ich habe eine Idee. Ich bin ganz so. Du packst mit mir zusammen Breitenberg ein
und wir ziehen ihn zu einem Taler Hund. Heute. Dann ist dir vergeben. Ich und du. Und unsere Männer im Hintergrund, die agieren, dass Kali uns nicht niederschießen. Weil wir den haben. Das Ding ist, Marcel, ich bin ein Pazifist geworden. Nein, er hat Angst vor Kali. Das haben Fettsäcke an sich, Alter. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Also, lässt du jetzt Lloyd gehen oder willst du ihn nochmal umbringen? Nein, ich das habe ich auch umbringen. Gefragt. Sondern? Willst du jetzt meine. Vergebung? Nein. Ja, richtig. Ich will deine Vergebung. Nicht so ähnlich Vergebung. Ich wollte sie einfach beichten. Und damit bin ich einfach aus dieser ganzen Geschichte raus. Lloyd? Seh. Wollen wir ihm vergeben? Oder wollen wir Krieg gegen OG? Nein, wir vergeben. Gut, ausnahmsweise vergeben wir dir mal, okay? Er will ja unser Freund sein. Vielleicht sollte er uns vielleicht sagen, wer ihm die Dollars gegeben hat. Genau, richtig. Als Wiedergutmachung kannst du mir sagen, wer das war. Du bist ja aus dem Schneider. Und du sagst, genau. Wir sind Freunde. Richtig. Gut, ich sage es euch. Ich sage es euch, dafür lasst ihr mich in Ruhe. Wir lassen dich in Ruhe, ja. Das tut uns, das ist wirklich, das fällt uns eigentlich sehr, sehr schwer. Dich und deine Familie in Ruhe zu lassen gerade. Wirklich sehr schwer fällt uns das. Aber wir tun das. Nur für dich, okay? Ich danke dir, Marcel. Vor allem die Munipreise. Vergiss nicht die Munipreise. Ich danke dir. Also. Ich danke dir, Marcel, wie weiß. Okay. Ey, jetzt werde ich auch sentimental. Wenn du das meinst. Wenn du das meinst, ich hab das. Okay, ich hör zu. Sollen wir mitweinen, damit es euch besser geht? Nein. Ach. Okay, also. Du, dir ist vergeben. Sag uns nur den Namen, der dir das Geld gezahlt hat. Ey, mach doch mal Stopp. Du erstickst gleich an dem Burger. Mach doch mal kurz Pause. Okay, du hast recht. Ja. Du hast recht. Marcel, das Ding ist, weißt du, dass mein Wort Gewicht hat? Ja, dass du Gewicht hast, das ist uns bewusst. Das ist unübersichtlich. Also, das ist nicht zu übersehen, Bruder. Ja. Das Ding ist, ich kann dir keinen Namen liefern. Also sind die anderen wichtiger als wir? Nein, aber ich habe gezahlt, damit die Info auch bei dir bleibt. Du hast gezahlt. Nein, ich habe nicht gezahlt. Aber wenn ich jetzt euch das bekannt gebe, dann ist diese Familie sauer auf mich. Und das stört dich? Ja. Das stört den großen, mächtigen Zergen. Seit wann hast du Angst vor jemanden? Ich möchte einfach mit niemandem stressen. Ich wollte einfach nur beichten und Gutes. Ich wollte einfach nur beichten. Ich wollte meine Seele befreien. Alles gut, sie ist vergeben. Ist auch entspannt. Okay. Ihr könnt ihn freimachen. Sehr also freundlich. Also sind wir wieder Freunde. Wir sind wieder Freunde, ja. Sehr, sehr gut, Jungs. Kann ich mein Handy wieder haben? Nein. Du kannst dein Handy nicht wieder haben. Aber ich finde es gut, dass wir miteinander reden konnten und das aus der Welt schaffen konnten und ich jetzt weiß, dass ich wieder friedlich schlafen gehen kann. Ja, ich finde es auch gut, dass wir gefesselt waren und darüber reden konnten und gezwungen wurden, darüber zu reden. Ja, ich wollte, dass du zuhörst. Ich wollte nicht, dass du einfach zu einer Waffe packst. Ich wollte das nicht. Denkst du, ich bin so? Ja, du manchmal kriegst du einen Nervenzusammenbruch. Dein Handy ist wieder, ja? Spaß. Gracias. Danke dir. Schau mal, wir haben kein großartiges Problem mit dir, okay? Sehr, sehr gut. Das ist das, was ich einfach... Genau das war das Einzige, was ich wollte. Ich habe gestern was gemacht und ich habe Leute gekauft, also verkauft für 20.000 und ja. Ja, ist alles entspannt. Ich lasse meine Wut bei unseren Feinden aus. Wir haben gerade gleich eine Schießerei. Ja. Ich diese T-Shirts noch heute. Kennst du die überhaupt? Und das Ding ist, ihr habt mir so gute Munipreise gegeben, ich konnte es nicht mehr länger für mich behalten. Ja, ist okay. Kennst du die? Wer denn? Diese T-Shirts, die Waffen reparieren. Er sagt einfach gestern zu mir, gestern. Ich werde keine Waffen mehr von euch reparieren. Jetzt sind sie dumm und dämlich. Einfach Panten. Das haben die gesagt? Das haben die gesagt. Die denken auch, die können jetzt irgendwelche Ansagen drücken. Diese Dreckspanten. Okay. Ja, da musst du natürlich dieser Bande mal sagen, musst du dieser Familie wirklich zeigen, wo der Hammer hängt. 100%. Vor allem... Die kann doch nicht sagen, dass sie unsere Waffen nicht mehr reparieren. In welcher Welt? Es funktioniert nicht. Feier ich nicht. Aber ich würde sagen, das Ding ist zwischen uns durch. Ich wünsche euch viel Spaß mit T-Jaret und wir... Wir sind wieder cool.
Okay, ich danke dir vielmals, Sagan. Wirklich, also ich sage dir, es ist jedes Mal wirklich sehr amüsant und sehr auf Augenhöhe ein Gespräch mit dir. Das freut mich. Ich entlasse euch jetzt, ihr dürft gehen, ihr dürft abtreten. Du entlässt uns, achso. Ja, danke. Sagan. Ja, natürlich. Danke, Mann. Ich hoffe auf eine bessere Zeit. Ja. Ich hoffe nicht, dass du jetzt wieder für 20.000 mich verkaufst. Nein, das wird er bestimmt nicht nochmal tun. Vor allem nicht für 20.000, oder? Nein. Also ich würde auch nichts tun. Also da müsste schon ein bisschen mehr Geld kommen. Oh, wer schießt da? Wird gerade geschossen. Ich habe keine Ahnung. Hier ist keiner. Ja, wahrscheinlich so ein aus Versehen Schuss. Okay, alles klar. So, das freut mich sehr. Gut, wie gesagt, ihr dürft abtreten. Achso, stimmt. Ihr seid wieder frei. Ja. Euch wird nichts passieren. Achso, übrigens, Sagan, ich hab dir vergessen, was zu sagen. Ja, was denn? Munition kosten wieder 2000, damit du Bescheid weißt. Schönen Tag. Ey, die knallen. Munition kostet 2000, hä? Munition kostet 2000. Ich scheiß auf eure Munition. Ich scheiß auf eure Munition, weil ich kaufe meine Munition von woanders. Als ob ich jemals bei euch gekauft habe. Ihr Vollidioten für zwei Riesen. Was ist denn jetzt passiert? Wie ist das denn jetzt zustande gekommen? Ich dachte, wir dürfen gehen. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Malo gegen Sascha und Nenzo. Sehr gut. Oh, sehr gut, Nenzo. Nenzo, Alter. Sehr gut, Nenzo. Oh, das Auto, das war... Ich wollte gerade sagen, nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Wenn die jetzt Rodrigo erwischen, geht Menes im Vorteil. Oh. Ja, Rodrigo wurde geholt? Von Sascha? Sig Sauer? Stabil, Sascha. Jungs, dich wundern, ich bin der dicke Mann, der hier läuft. Ich bin der dicke Mann, der hier läuft. Das Auto. Die wollen jetzt Mubaki holen. Ja, Mubaki liegt. Weil er ist Gott schlau gemacht. Weg da. Das sind zu viele, Bruder. 5 OGs. Ja, rechts hoch. Ist Gott schlau gemacht. R-Tuk hat Isco. Ich hab ja noch ein Auto, ich glaube, ich hab Fahrer, glaube ich. R-Tuk, schnell mal dahin. Genau verschaltet, mit GPS. Die fahren gerade Oder die fahren alle mit Autos. Ja, genau, an dieser da läuft einer. Ja! Jawohl, Sascha, sehr gut. Er bestätigt seine Leistung. Oh, Selina steht free. Selina? Hey, beim Stadium ist einer von uns gestorben. Ja, Selina viel zu offen. Leis. Gut. Leis? Leis hat sogar einen Gold! Aber das bringt nichts. Kurz mal Kassensturz. Nenzo, 40 Meter. Ist hier. Räumig, bitte mal deren Auto. Warte, ich muss auch da rein. Echo auch hier. Oh, ganz schnell OGs gucken, wie viele die noch leben. Ist fast ausgeglichen. Von denen liegen 4. Und Menes liegen 6. Wo waren die? R-Tuk war nie weg. R-Tuk war nie weg. Big Water, R-Tuk. Und jetzt musst du. Nein, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir, Bro! Beko, hinter dir! Ja, einer oben und einer close. Hey, Beko schießt gut, Bruder. Beko schießt echt sehr gut für. Dachte mal, wer so mehr hat RP, aber er kann auch knallen. Oh nein. Beko wird gleich liegen. Beko liegt. Er hat Beko nicht getroffen. Nicht. Ottland hat ihn. Achso, das ist Helgant. Ich hab ihn. Oder war das wirklich Ottland? Ja, hat ihn. Okay, links. Das Welt. Da haben wir genau die zwei richtigen, die wir noch brauchen. Ey, was ist denn hier los schon wieder? Ja. Schießen auf einmal. Wie? Marcel, wir haben nicht geschossen. Es wurde geschossen. Wie? Aber nicht von uns. Doch, 100%. Wer lügt jetzt halt von diesen beiden Seiten? Hä, warum? Guck mal, das Gespräch Marcel, war ja wo kommst du gerade? Damit ich dich aufklären kann? Vom Krankenhaus. Guck mal, ich klär dir die ganze Sache auf. Wir hatten ein Gespräch. Okay. Ich habe dir gebeichtet, was ich mit Lloyd gemacht habe. Und wir dachten, okay, wir gehen als Freunde wieder raus. Ja. Dann wollten wir getrennte Wege gehen. Ihr zwei schaut mich gerade an. Du hast irgendwas gesagt von... Irgendwas von dem Preis. Ja. Und dann ist mein Mann reingestürmt, hat euch zwei umgeschossen. Boah, wieso? Ja, wieso? Weil die Preise sind teurer sind? Nein, warte mal. Nein, die Preise sind nicht teurer. Wie? Und meine Männer haben mir gesagt, es wurde angefangen loszuschießen. Und darum Zellgen, wurde ich beschützt. Ich kann dir garantieren, dass von uns nicht zuerst geschossen wurde. Ich habe meinen Jungs und Mädels gesagt, ey, fällt Marcel GPS hinterher
Und als sein GPS sogar weg war, habe ich gesagt, nicht schießen, das ist Selgen. So, der will nicht einfach so glundlos jetzt Marcel abknallen oder so. Schießt nur, wenn zu Els geschossen wird oder wenn Marcel und Leute nicht aus diesem Dings da rauskommen, wo die halt enthüllt wurden. Dann, weil auf meine Leute geschossen wurde, haben die zurückgeschossen. Ja, das habe ich so 20 Mal im Funk gesagt und ich glaube nicht, dass meine Leute zu Els schießen, dann, wenn ich das so oft sage. Ihr habt 100% als erst geschossen. Also 100%. Wer hat den Call von uns durchgegeben, dass auf uns geschossen wird? Und was ist passiert? Also ich bin mit Auto diese Kanalisation lang gefahren. Auf einmal die knallen auf mich. Ja, du hast Arsch gehalten und dann kam ein Schuss von dort. Deswegen. Nein, keiner hat geschossen. Niemand. Wir haben auf jeden Fall einen Schuss von der Richtung bekommen. Niemand hat geschossen. Deswegen. Bruder, wirklich keiner, hat niemand geschossen. Hat Zeng den Call gegeben, dass wir schießen? Hat er nicht. Nein, ich so wird keiner schießen. Das so aber wir oder was, hä? Ja, von mir wurde der Call gegeben, wir schießen nur, wenn auf uns geschossen wird. Oder wenn Marcel und Leute da nicht laufen. Okay, vielleicht warst du das, Selina. Hast du jetzt losgeschossen? Hey, schau mal. Was für ein Miststück. Ich war auf dieser Rampe mit meinem Auto. Was, Selina? Er hat Miststück zu dir gesagt? Mit dicke Bauch kommt er hier an. Was habt ihr gegen meinen Bauch? Was hast du gegen dicke Bäuche? Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel gegessen. Wie? Sind Männer mit dicken Bäuchen nicht attraktiv? Sie steht nur auf Muskelplotze wie mich, Jungs. Ist das so, Selina? Nein. Isco, lern endlich das R auszusprechen. Es reicht langsam mit dir. Ich sprech das L. Nein, sprichst du nicht. Warum lügst du den Mann jetzt an, Isco? Also ich sprech schon immer das L. Ich weiß nicht, was ihr labt. Achso. Okay, egal, scheiß drauf. Dann spricht das R nicht so aus, wie ich das möchte. Gut, was machen wir jetzt? Ich vertraue meinen Männern, ihr vertraut euren Männern, wer als erstes losgeschossen hat. Gut, wir tun so, als wäre das nie passiert. Jeder geht wieder seinen Weg, okay? Gut, und die Preise bleiben auf dem Preisstand, wo sie waren. Genau, wegen den Unmissverständnis. 1200? 1400, übertreib nicht. 1200 war das. Das war 1200 die ganze Zeit. Er kann auch 2000 machen. Halt deine Fresse, nein, Leute. Nein, nein. Halt deine Fresse, Leute. Wirklich, weil wir unsere Preise machen. Leute, halt deine Fresse. Ich kläre das gerade mit Isco. Nein. Preise? Ist das richtig, Sagen? Ich sagte 1200, das war der Preis schon von vorhin. Du sagtest, wir vergessen alles und dann ist es gut. Dann passt gut, das. Wir vergessen alles. Ich bespreche das mit Isco und mit Marcel und gut ist, Leute, sei seine Fresse halten. Wieso? Weil ich die richtigen Preise mache? Was? Scheißdreckpreise. Also, wenn du 2000 ernst meinst. Handschellen. Gut. Sind die leer? Ja, ich komme vom Krankenhaus, was soll ich denn mitgenommen haben? Ich frage meine Männer. Ja, aber ich komme doch vom Krankenhaus. So, du sowieso, stimmt. Ja, also. Ich habe eine Waffe, verarscht. Können wir nicht unsere Waffen behalten, sein? Nee, nee. Doof, korrekt. Warte, stopp. Die Waffen behalten wir, Bruder. Wir tun so, als ist das nicht passiert, habe ich gesagt. Ja. Ab dem Zeitpunkt, genau jetzt, als wenn nie was passiert. Habt ihr die Waffen schon abgenommen bekommen? Ja, die sind schon kaputt. Ach, okay, ja, dann scheiß drauf, komm. Dann sollten wir unsere normalen. Ja, da muss ich mir kurz mal Gedanken machen in meinem Anwesen, ganz kurz. Ja, macht euch mal Gedanken. Solltest du schlechte Gedanken machen, Marcel, werde ich wieder vorbeikommen. Weh, du willst einen Krieg anfangen, weil wir unsere Waffen- und Munitionspreise machen? Ja, was willst du machen? Das tue ich. Ja, das glaube ich weniger. Okay. Hey, Marcel. Ja? Richte Sage Menace aus, ich hasse seine. Ja, mach ich. Ja, die Preise werden sowas mal wieder auf 2K hochgehen. Oder was meinte der jetzt mit? Keine Ahnung, was hallo, mit euch Sagen. Nicht stimmt. Leute, kannst du mich zum Krankenhaus? Ich wollte dir sagen, dass die Munitionspreise 2000 für dich kostet. Ach nein, krieg mein Autos, ich kann nicht mehr. Sollen wir Waffen auslagern oder nicht? Ich denke nicht, dass wir deswegen Krieg haben. Was hat er gesagt? Du weißt nicht, rumgeschrieben waren aufgelegt. Ja, rufen, Chef, haben wir die fertig seid. Ey, wieso kommt ihr zu mir? Erstens, und warum fährt ihr einfach hier rein, als wärt ihr irgendeine... Hä? Schüsse. Jemand schießt. Aber wer? Von wo? Hä? Aber warum? Passieren viele, aber das passieren viele und dann werden sie hingewiesen, schlafen zu gehen. Marc! Frag von Marc, Digga. Die andere hat noch Ärger bekommen. Hat die Ärger bekommen? Marc, was macht Marc? Okay, der Peak ist heftig, Bruder. Warte mal, komm hier, Hunde, Digga, kommt doch mal zu mir. Das Anwesen ist sehr stark. Das Anwesen ist eine 10 von 10, ehrlich. Ich schwör's dir, dieser. Oh. Ja, jetzt ist vorbei. Liegen alle? Jetzt ist vorbei. Liegen nur die Preise, krieg ich aber, Bro. Muni Preise. Kann sein, ne? Ich schau noch nicht mehr, meint ihr Schwänze wollt ihr mir noch. Wegen Muni Preise krieg ich, Bruder? Ja, wegen Muni Preise krieg ich.
Leute, was willst du? Was ist denn jetzt mit den Preisen? Sag dir gleich mein 12er. Ja, du machst die Geschäfte. Wer macht denn nun die Geschäfte? Es gibt einen Patron, falls du das nicht kennst. Der hat das letzte aber Wort. Aber vorhin hast du doch gesagt, hier, du verkaufst die Munition. Du bestimmst die Preise, hast du gesagt. Ich habe gesagt, ich mache die richtigen Preise, korrekt. Okay, du machst die richtigen Preise, also? Doch, also. Ich weiß, ihr kennt sowas nicht, aber der Patron hat das letzte Wort. Okay, deiner Meinung nach, wer hat die Preise wo? Das letzte Wort hab nicht ich. Dann geh wieder zurück zu deinen Leuten. So, was ist hier los, Sagan? Redet er? Sagan, hörst du mich? Ja, ja, ich habe doch gesagt, warum bin ich hier? Wie, warum bist du hier? Warum bin ich hier, Marcel, sag es mir. Ich habe keine Ahnung, sag du es mir. Was war denn dein letzter Anruf? Wegen was habt ihr mich uns jetzt gebasedrated? Erklär mir das mal. Ich hab dich gebasedrated, weil du wieder 2000 meine Munitionspreise gemacht hast. Okay, du hast recht. Es tut mir leid. 1200 ist der Preis wieder. Okay? Passt das? Ja, ja. 1200? Ja, ja. Ja, gut. Guck mal, warum muss ich immer erst vorbeikommen? Hast du recht. Es tut mir leid. Ja, guck mal, warum müsst ihr es immer so stressig machen? Ja. Gut. Also, revidierst du deine Aussage. Und das Ding ist gegessen. Ja. Dann seid ihr frei. Ihr könnt die frei machen. Dankeschön, Dankeschön. 1200, ja, Jungs, Mädels, 1200. Besser so. Alles klar. Wie macht ihr das dann, wenn ihr jetzt zum Aldi oder Kick geht und die Preise wieder von den Dickmanns erhöhen? Wie läuft das ab? Knallt ihr die dann auch alle ab? Tötet ihr die Familie? Natürlich, wir klauen das. Ja, ich wollte das nicht. Ja. Okay. Keine Kuh. Und wenn die Tankpreise dann bei der Aral-Tankstelle hochgehen, tötet ihr auch. Del war persönlich, Helgen. Du brauchst mich nie wieder Land zu laufen. Gut. Bin enttäuscht von dir. Ich lösche jetzt deine Nummer aus. Ey, Esko. Esko, wie viele sind wir? 7 Leute sind wir, Leute. Warum? Ja, lass mal Esko befreien. Ich glaube, die machen dasselbe Spiel mit Esko gerade. Wo ist er? Der ist... guck, GPS. Hey, sein GPS ist weg. Ich glaube, sie haben ihn abgeknallt. Ich glaube, OGs haben Esko abgeknallt. Alles gut, ich bin da. Tschö. Nein, Esko liegt nicht, alles gut. Nein. Ich hab kurz gegeben. Pistole. Jungs, kommt hier hin. Nennst du, komm zu diesem Standort. Ich hab diesen 12er. Ich bin in einer Sekunde da. Ja, du verstehst aber einfach nicht, dass es ein schlechter Zeitpunkt war. Er hatte nicht Unrecht mit dem, was er getan hat. Es war einfach nur der schlechte Zeitpunkt. Ich hätte dich auch, aber einfach nur nicht gestern. Willst mich auch für Waffenpreise, okay. Das genau, ist ein so starker Call. Aus. Das ist ein sehr starker Call. Gut. Also willst du dabei bleiben? Was? Denkst du, ich bleibe nicht dabei? Denkst du, ich muss wegen dir meine Meinung ändern, oder was? Naja, also, ich werde deine Waffe nicht reparieren, da kannst du machen, was du willst. Ja, du brauchst sie nicht zu reparieren, das machen wir nämlich selber, mein Lieber. Ja, ja, bin ich echt gespannt, wie du das machst, mein Bester. Also, ehrlich? Mit welcher Waffe soll ich dich bestrafen? Mit der Axt? Ich wollte schön einkaufen. Mach, wie du Bock hast. Ey, Leute, sag mal... Ja, du hast mich aber angerufen wegen diesen Fake-Plagiaten, oder nicht? War das der mich zum Ausdruck gebracht hat? Ja, genau, du hast mich geschrieben. Was war deine Nachricht? Das sage ich dir nicht. Huhu hätte gerne meine Dinge zurück, bitte. Also Huhu hat mir das letzte Mal eine Bitch geschrieben, bei der ich wieder gemeldet habe. Ach so, ich schreibe das eigentlich nur Bitches. Ah. Nein, das hätte ich verstanden. Du schreibst wahrscheinlich auch diese schüchterne Affen-Emojis und so, ne? Nee, so einer bin ich nicht. Aber anscheinend kennst du dich bestens damit aus. Ist wohl oft in deinem Tippfeld untergekommen, oder? Was? Wie dem auch sei. Also, wir wollen, dass du die Waffenleppalieren günstiger machst und dass du auch 350.000 an uns auszahlst. Ach so, für was? Hey, Leute. Weil du gegen uns geschossen hast. Also, ihr habt auf mich geschossen. Genau. Stress mit dem, weil die zu Preis aber haben, du bist nicht in der Lage, dazu zurückzuschießen. Naja, das muss ich verstehen. Ich kann ja, ist aber auch Unterschied, wenn seine Antwort ist, egal, ihr seid, verpisst euch. Bist du. Ihr seid eher ein Niemand. Du musst mal lernen, und wenn was ihr es nicht heißt, das tut, Bande was ich sage, repariere ich nicht. Wir waren auch mal eine Bande und trotzdem waren wir nicht so respektlos wie du. Der Ton macht die Musik. Ja, ich denke mal, zu euch war auch keine respektlos. Und so außerdem wie wart, oder? Geht es darum, dass es Wucherpreise sind. Genau. Wucher. Du kannst dich ja mal lumpflagen. Es geht nicht darum, dass uns jeder ein die bisschen was macht. Gefickt, es geht um die Wucherpreise. Uns hat Majestic gefickt. Aber wir waren einfach leise. Wir haben nichts zurückgeschossen. Wir haben nichts zurückbeleidigt. Aber eines Tages kam der Tag, da haben wir die zurückgefickt. Wie zum Beispiel Kali letztens. Kundenservice also, wie meinst du? Muss das noch lernen. Du bist nicht in der Lage dazu, uns irgendwelche Ansagen zu drücken oder Selgen zu beauftragen, uns einzupacken. Du siehst ja, wie das endet. Ja, also ich, kann man so sehen, wie man möchte. Ja, eigentlich sind das Fakten. Nee, kann man so. Du stehst gefesselt vor mir, wurdest von Selgen verkauft. Und das nicht mal für Geld, passiert, ich habe dir nicht mal was angeboten. Passiert, was willst du machen? Passiert. Musst du schlucken. Weil du ein No-Name bist. Musst du schlucken, wie Leute. Du Fanboy.
Was willst du machen? Hey, hör auf das zu sagen! Wieso? Was sagt man? Was ich machen werde? Ja, aber er ist doch ein Fanboy. Die ganze Zeit ficken. Ja, ist okay. Und du zahlst aus. Nee, ich auch finde sagen. Fanboys. Dann gehen wir in den Krieg gegen dich. Es ist ein viel schlimmerer Ausdruck. Ich finde Fanboy unnormal schlimm. Ja, ich weiß. Mach das. Leute denken, ja, dass also das H-Wort schlimm ist. Aber versteh nicht, dass mit Fanboy man viel mehr die Leute wütend macht. Du findest das schwach? Ja, sehr schwach. Ja, weil was du für Meinungen hast, das interessiert keinen. So wie deine Meinung jetzt mich gerade nicht interessiert. Schwach einfach. Ja, aber du verstehst nicht, dass du einfach nicht in der Lage dazu bist, irgendwas zu entscheiden. Deswegen ja, entweder also du zahlst uns 350.000 aus was ich mache oder, oder was ich wir leichen da einen Vertrag ein nach zwei Tagen. Ja, reich mal den Vertrag ein in zwei Tagen, dann bin ich gespannt, was die Geschäftsmänner dir dann sagen. Ja, was denkst du, weil du eine Bande bist, hast du irgendwie, irgendwie einen Fleifallschein, dass du Scheiße machen darfst? Ich brauche keine Scheiße, ich habe Scheiße angefangen. Nee, du hast zu Lick geschossen. Ja, weil die mir auf meinem Grund und Boden mir in die Fresse schießen. Alles gut, alles gut. Du hast davor Leute beleidigt. Vergiss das nicht. Nein, er hat angefangen zu beleidigen. Alles gut? Ja, du brauchst nicht zu Lick zu beleidigen. Du sitzt einfach am kürzeren Hebel, verstehst du das nicht? Naja, im Grunde genommen kann ich ja tun und lassen, was ich möchte. Ja, dann musst du aber auch mit den Konsequenzen leben. Ich lebe mit jeder Konsequenz in meinem Leben. Ja, super, dann melden wir dich jetzt die nächsten Tage. Ja, okay. Okay, Leute, möchtest du noch was? Du hast ja trotzdem keine Waffen repariert. Aber er ändert sich nichts an der Tatsache. Oh, doch. Glaube ich nicht. Er ist einfach nur ein Fanboy. Er versucht es immer und immer wieder. Ja, weil ich es auch so oft versucht habe. Und kriegt das nicht hin. Immer und immer wieder. Ich glaube, du bist der Fanboy, der 7 oder 8 oder 9 Mal gescheitert ist. Er hat das bei Bitcoin versucht und jetzt versucht das bei Sergen. Was habe ich genau bei Bitcoin versucht? Kommst du danach zu uns? Sag mal kurz, was ich bei Bitcoin versucht habe. Shh, Kleiner. Dein zu blasen, verstehst du es nicht? Genauso du bist, wie deine bleibst ein Narr, ein ahnungsloser kleines Wie war das nochmal, als Bitcoin auf der einen Tafel und er meinte, du hast die kaputten Waffen bei ihm abzugeben und das alles mit ihm wie? Abzuklären? Er hat Hochband deswegen. Warum hat er Hochband deswegen bekommen? Wieso hast du dann wie so ein kleiner bekommen? Köter gehorcht? Hab ich nicht. Hast aber du nicht? Ihr habt wie kleine Köter wieso gehorcht. Wieso hat er wegen Fanboy? Keiner hat seinen Mund aufbekommen. Ja, was juckt uns das denn auch? Wir reparieren unsere Waffen selber. Ja, dann reparier sie selber. Bin ich gespannt, wie du das machst. Ja, das willst du schon sehen. So. Oder wieso denkst du, wir waren gestern das älteste Mal bei dir, um unsere Waffen zu reparieren? Ich bin gespannt, wie ihr das macht, ehrlich. Mach mal. Ja, wie will das machen, das verlassen wir natürlich nicht. Ja, das will der ja alles in versauen. Inwiefern reingeschissen? Ja, das boah, das habe ich ja nicht, das habe ich ja nicht gewusst. Wird spannend. Vielleicht kommst du ja uns irgendwie auf die Schliche, weißt du? Das habe ich gar nicht gewusst. Leute, willst du den noch irgendwie oder so? Weil ich weiß nicht, ob ich ihn einfach abstechen soll oder ob ich ihn laufen lassen soll. Ne, knall ihn. Was sollen wir machen mit ihm? Bringt eh nichts bei ihm. Aber soll er nicht lieber laufen, so dass er einfach, ja, das kannst du auch tun. Gedemütigt ist. Ja, noch besser. Wo sind wir hier gerade eigentlich? Nee, wir fessel ihn einfach und der soll hier runterlaufen. Wie ist es eigentlich, wenn dein Heli über uns ist und der dir nicht helfen kann? Ah ne, das Heli von denen, glaube ich, der sieht pink aus. Bei mir ist er blauer. Ihr habt Waffen dabei, ne? Weil ich hab nichts dabei. Hast du gesagt, Leute? Ja, ja. Wie es für ihn so ist, dass sein Heli alles zuschaut. Ja, die sehen alles, das ist korrekt. Hast und du ihr sehr nichts gut erfasst, dagegen Sherlock. Tun könnt. Ich weiß, bin auch ein Sherlock. Hey, Sven, alles gut. Ja, ja. Ich hab nichts gegen dich gesagt, Mann. Rede nicht zu voll laut, Mann. Rede nicht zu voll laut, Mann. Nimm dir mal jemand diese Machete ab, ich hab schon eine. Hey, Mann, die hab ich von meinem Opa, Mann, bitte. Nicht dein Opa. Ja, wie, du mein Opa? Dein Opa! Ja, das kannst du, glaube ich, nicht. Seine ab, zieh seine ab. Also, schau mal, ich glaube zwar, du lernst nicht aus seinen Fehlern, aber du kannst jetzt runterlaufen. Entweder du überweist mir 350.000 oder wir werden dich einfach dass du keinen Bock mehr lässt. Das wird sehr lang dauern. Haben schon einige versucht. Ich glaube, ihr werdet keine Lust mehr haben, weil es halt nichts bringt. Aber falls ihr über die Preise mal vernünftig reden wollt, habe ich gern ein Ohr offen. Ohne Beleidigung. Das nee, ist mein nee, Angebot. Alles gut. Wir gehen selber lepalieren. Okay. Ey, Selgen, wenn du Waffen lepaliert haben möchtest, komm zu uns, ja? Okay. Genau. Gut. Okay. Dann weiß ich, wo ich hingehe. Du kannst jetzt runterlaufen. Genau. Wir machen gut dabei. Dein Heli holt dich auch nicht ab. Wenn der Heli zu nah kommt, dann knallen wir den nieder. Echt? Ja, echt. Okay. Ey, Selgen, ich danke dir, ja. Und jetzt lauf. Kein Problem, ich hab dir gesagt, Isko, Blut ist dicker als Wasser, mein Bruder. Wir haben auf deine Flesse gehauen, nicht ja, auf deine Knie. Er sagte doch, du sollst laufen. Ich konnte mich nicht abfehlen, mein Knie tut weh. Ey, ich fahr mit dem Auto ein bisschen weiter weg und ich schau, ob der Heli... Ich hab Knieschmerzen. Du sollst laufen. Ich hab Knieschmerzen. Ja, GG. Er ist sehr gelaufen. Der hat eh keinen Bock zu laufen, der läuft eh nicht. Leute, geroter. Ey, Dicker! Nee, ich such nochmal. Ich glaube, er wollte eh das sehen, aber abknallen, ne? Der gibt nicht nach, wir müssen ihm. Der wird niemals nachgeben.